Eulrich Hule. Jetzt nicht König Hule halt an sich, sondern halt, ja, die erste Eule hieß halt auch Hule. Bis die halt dann zur Welt war. Das war halt, wie gesagt, die erste Eule und hatte magische Fähigkeiten, die halt Hexdämonen besiegen konnte. In der Art und Weise, nur mal so als Zwischeninformation mal wieder eingepfeffert. So, er geht aber langsam down hier. Oh, was war das denn? Ich hätte ausweichen gedrückt. Doof. Los, komm, nicht mehr viel. Na, komm schon. Oh, da brennt er. Super, du hast den Tja. Boss besiegt, Chad. Jetzt werden sich die Fledermäuse vor dir hüten. Like a fail. Nach ihrem Sieg befreiten Chad und seine Kameraden einen Gefangenen. Ein komischer Vogel. Der wandernde Einsiedler Uriah, der in der Wüste ungestört meditieren wollte. Er bestätigte ihren Verdacht, dass die Fledermäuse eng mit den Eulen zusammenarbeiten, die sich die Reinen nennen. Er zeigte ihnen die seltsamen Metallstücke, die die Fledermäuse Flocken nennen und die die Reinen begehren. Dann sah Uriah Chad ins Gesicht und sagte: Junge, du siehst einer Eule sehr ähnlich, die ich als junger Piepmatz bei einem Besuch in Perak traf. Eine redliche Eule mit nobler Haltung und heldenhafter Ausstrahlung namens Gretir. Und dann fuhr Uriah fort. Ich verdanke dir mein Leben und will ihm jetzt einen Sinn geben. Ich will dein Flügelmann sein, wenn du mich so mitnimmst. So kehrten sie zum Gahulbaum zurück, um Uriah zu heilen und Bericht zu erstatten. So, du hast das Kampfset Mutrose und Uriah ist ein Flügelmann. Ich wollte gerade noch irgendein Insiderwissen rausknallen, aber ich habe schon wieder vergessen, welches es war. Ah, und schon wieder like gebausmäßig. Sind Sie sicher, dass Sie zu Schads Höhle zurückkehren möchten? Ja, ich denke schon. Wenn du den Wurf B freischaltest, kannst du Gegner durch den Schlachtfeld irgendwie, keine Ahnung. So, wie gesagt, wir haben jetzt neue. Ja, das ist, glaube ich, auch. Mutrose, weiß nicht, ob wir das brauchen, weiß. Ich glaube eher nicht, das sparen wir uns mal. Ich glaube dann. Ja, wir machen das, wir lassen das mal, das ist mir zu, ja, Mutrose, weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Wir lassen das mal außen vor. Was denn? Was hab ich denn noch freigeschaltet? Habe ich doch schon gezeigt. Ja, ist in Ordnung. Nein, will ich nicht. So. Mission wählen. Ja. Also los. Bonusmission, Cornier, du hast Bonusmission freigeschaltet. Nimm Herausforderungen an, sammle Funkler und suche die Umgebung nach versteckten Schriftrollen ab. Schließ alle Herausforderungen erfolgreich ab, um ein extra Leben für die Erzählungsmission zu holen. Ja, wie gesagt, das müsst ihr entscheiden, ob wir das noch weiterhin machen wollen, diese Bonusmission. Jedenfalls sind wir jetzt im Waldkönigreich Tyto. Jetzt wollte ich aber noch irgendwas erzählen von wegen Insiderwissen und sowas, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Lass mir mal kurz überlegen. Hat er gelabert und gelabert? Ich komme nicht mehr drauf, Leute. Tut mir leid. Aber wir machen einfach mal weiter.
Soren sagte, sein Zuhause in Taito sei zerstört. Doch vom Wald muss noch etwas übrig sein. Suche in den Überresten des Taito-Waldes nach Spuren der Reinen. Versuche, etwas herauszufinden. Die Einheimischen wissen sicher etwas über die Pläne der Reinen. Ja, schauen wir doch mal. Erreiche das Hauptquartier in 7 Minuten, 8 Minuten und erreiche das Hauptquartier. Verkehrte 10 Angriffe ineinander, um Flammenklaue zu aktivieren. Hast du das Spiel mit einer Figur einer einzigen Art abgeschlossen? Eine wahre Leistung wäre, das Spiel mit allen 4 Figuren zu beenden. Also. Ein alter Wald dient dem gefiederten Volk der Eulen mit den Herzgesichtern als Heimat. Albas, Bruce und natürlich Maskenkreuze, allesamt Taitonen genannt, nisten in den Höhlen dieser grünen Türme, im Schutze der belaubten Riesen. Es wimmelt von Beutetieren, aber auch bösen Räubern. Leben und leben lassen fällt oft schwer. Auszug aus einer Zeitung der Eulenkönigreiche. Von Lars von Kiel. Dieser Wald ist riesengroß. Wie sollen wir jemals... Moment mal, siehst du sie? Es könnten Reine sein. Verstecken wir uns, bevor sie uns sehen. Oder noch besser, wir folgen ihnen. Spinnst du? Die sind in der Überzahl. Allein können wir es mit den Reinen niemals aufnehmen. Müssen wir nicht, wenn wir aufpassen. Wir könnten wichtige Dinge herausfinden. Außerdem gab Iselrib mir das Kommando. Aber mir schwant Böses bei der Sache. Soren sagte, sein Zuhause in Taito sei zerstört. Doch vom Wald muss... Also los! Jetzt müssen wir sie beobachten. Aber wir gehen natürlich noch mal ein bisschen Schwung hier. Alarmsensor. Ist der Alarmsensor grün, bist du in sicherer Distanz von deinem Missionsziel. Wird der Sensor rot, bist du ihm zu nah oder zu weit davon entfernt. Lass den Sensor nicht zu lange rot bleiben, sonst scheitert deine Mission. So, ein bisschen abbremsen. Müssen wir ja Gas geben. Wir werden uns ein paar Funkler hier holen. Nicht gegen irgendwas fliegen. Ich bin zu nah, ich bin zu nah, ich bin zu nah. Okay, dann gleiten wir halt nur mal so ein bisschen. So, jetzt dürfen wir ruhig mal wieder ein bisschen Gas geben. Wo fliegt denn der überall gegen? Aber wir dürfen nicht zu schnell sein, weil das ist so eine kleine Abkürzung, sage ich jetzt einfach mal dazu. Also so, komm. Ich frage mich, wo jetzt unser anderer Flügermann ist. Ah, jetzt haben wir 3 Flügelmänner. Cool, ich dachte, wir müssen einen abgeben. Weil der Adler macht anscheinend weiterhin mit. Ah, nicht zu weit, nicht zu nah, nicht zu nah. So, falls man jetzt sich fragen sollte, warum jetzt hier Tupfen und sowas, warum die Fledermäuse das so machen, liegt ganz einfach daran, dass die Tupfen halt die, ja, wie ich schon, ja, habe ich noch schon mal erzählt, ne, sie halt die Muskelbällen und sowas halt angreifen und das gibt's halt bei den Fledermäusen halt nicht. Und daher werden die halt eigentlich eingesetzt. Aber warum, weiß ich leider nicht. Also, warum die Fledermäuse da mitmachen, was so versprochen wird, so eine Art und Weise, das kann ich leider nicht sagen. Aber da, was war das denn? War zwar cool, aber nicht geplant. Ja, es wird ein bisschen rot, aber es macht nichts. Jetzt kriegen wir auch noch Aufschwung hier. Alles easy. So, wir werden uns natürlich auf die gleiche Flugbahn begeben wie die. Als da überhaupt noch Flunker gibt und sowas. Sieht schon geil aus, ey. Sieht auf jeden Fall super aus. Kann man nichts gegen sagen. Auch so im schnellen Vorbeiziehen, hoppala. Schnellen Vorbeiziehen sehen halt die Blätter sehr gut aus. Wenn man natürlich jetzt näher rangehen würde, wird man wahrscheinlich, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen Gas geben, wird man wahrscheinlich merken, dass das halt, ja, dumm aussieht und so. Aber so in der Art und Weise sieht es sehr, sehr, sehr schön aus. Da drüben sind ein paar Taitonen eingesperrt. Na? Das war's wert.
Eselrip gab mir zu Recht das Kommando. Diesmal hattest du Glück. Es gibt keinen...